Saisonstart im Heidepark zu Corona-Zeiten. Was ist passiert, was gibt es Neues und worauf müssen wir achten? Dies und mehr in diesem Video. Einmal angekommen, wird man von einem riesigen Zickzack begrüßt, was erstmal nicht so wild ist in der heutigen Zeit, und auf dem Boden sind auch Abstandsmarkierungen, so komische rote Punkte alle 2-3 Meter, was jetzt nicht wirklich Sinn macht, aber sie sind halt da und weisen uns darauf hin, dass wir Abstand halten sollen. Einmal durch das Zickzack durch, ist man dann auch bei der Sicherheitskontrolle angelangt, welche eigentlich mehr so ein, ja, mach mal auf und zeig mal, was drin ist, und nicht ein wirkliches, ich schau mal rein und schaue, was wirklich drin ist. Nach der Sicherheitskontrolle kommen dann die Queue-Lines, wo man dann sich halt anstellen muss, in welche Ticketkategorie man halt gerade reinfällt, ob man jetzt Jahreskarteninhaber ist, normaler Tageskarteninhaber oder ein Bollerwagen hat. Wenn ihr einen Bollerwagen habt, müsst ihr gar nicht anstehen. Das ist echt praktisch, weil einfach niemand einen Bollerwagen mit hat. Neu dieses Jahr ist Peppers Ballonfahrt. Witzige Anekdote dazu, das hat ein Team schon ungefähr 10 Minuten davor und hat gewartet, ob sie wohl irgendwie alleine fahren können oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall standen sie davor und wussten nicht wirklich, was sie damit anfangen sollen. Aber so ging es mir auch, ich wusste auch nicht, was ich damit anfangen soll. Also bin ich ungefähr so schlau wie Sat.1. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Naja, witzig war auch, dass beim Saisonstart viele Anzeigen einfach nicht funktioniert haben. Auch die Attraktionsanzeigen, so wie halt auch jetzt, wie man sieht, die Wartezeiten anzeigen. Dafür waren in den Warteschlangen aber die gelb-schwarzen Abstandsklebestreifen, die man sonst auch aus den Geschäften kennt. Das war ziemlich gut. Es funktionierte nur nicht so gut. Also ich glaube, die Menschen beim Saisonstart waren einfach, also mich eingeschlossen, gar nicht mal so schlau und haben halt so ziemlich auf ihre Gesundheit geschissen. Weil jetzt bekomme ich irgendwie mit, dass das besser läuft. Aber es hat auch einfach zum Saisonstart kein Mitarbeiter gejuckt, ob man da jetzt Abstand gehalten hat oder nicht. So, Hauptsache es war halt desinfiziert, der Rest war irgendwie scheißegal. Des Weiteren war Piratenburger als einziges Restaurant auf. Glossers war selbstverständlich zu, weil es halt Saisonstart. Und ansonsten gab es eigentlich viel Neues. Sie haben einige tolle neue Produkte im Shop und dann hört es auch schon wieder auf. Es ist halt der Heidepark, es passiert nicht so viel dort. Ich kann euch nur empfehlen, folgt mir auf Insta, denn ich bin jetzt gleich auf einer nächsten kleinen Tour, wo ich meinen 100. Count mache. Yay! Also folgt mir auf Insta und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Live It Now. Bis dahin, ciao!